Eiszeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und moin moin. Eiszeit Folge 10 mit Langläuferin Laura Gimler. Ja, Wahnsinn. 10 Folgen. Da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um euch etwas ganz Besonderes zu präsentieren. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich sage erstmal, Julia, sensationell. Wir haben heute Jubiläum. Konfetti ja. Una Love, sagt man in Köln. Die Tröte war übrigens das teuerste an der ganzen Geschichte. Jetzt hast du es verraten. Jetzt habe ich es verraten, die Tröte, ja. Aber das ist wirklich krass und es erfüllt uns natürlich mit großem, großem Stolz, dass wir schon so viele tolle Athleten hier in der Heißzeit begrüßen durften. Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger, Kitzbühelsieger und natürlich auch die Jungwilden, die auf dem Sprung sind, der Weltspitze gehörig das Fürchten zu lernen. Und weil ja heute das Jubiläum ist, haben wir natürlich etwas ganz Besonderes für euch. Im letzten Sommer-Special hat uns Julius Brink verraten, was er gerne für einen Wintersportler geworden wäre. Zur Folge 10 haben wir einen weiteren Teil dieser kleinen, aber feinen Rubrik am Start. Und wir haben keinen geringeren als den Fußballweltmeister von 2014 und Mittelfeldmotor von Borussia Mönchengladbach, Christoph Kramer, dafür gewinnen können. Wenn du Wintersportler geworden wärst, welcher Wintersportler wärst du geworden? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja tatsächlich im Bergischen Land aufgewachsen und da lag jetzt mittlerweile nach dem ganzen Klimawandel-Gedöns nicht mehr so viel, aber früher lag da relativ viel Schnee und deswegen bin ich oft Langlauf gefahren, weil es mir total Spaß gemacht hat, weil es anstrengend war. Ich sowieso immer viele Sportarten ausprobiert habe und ich hatte tatsächlich Langlaufskier und bin viel Langlauf gefahren. Aber am meisten fasziniert hat mich in Kindheitstagen und teilweise jetzt auch noch tatsächlich Skispringen. Gerade so viel Schanzentournee, also sehr populistisch, aber das hat mich auch immer fasziniert und hätte mich auch gereizt. Aber es war relativ früh klar, dass ich auf Skier nicht so gut unterwegs bin und deswegen hat es mich zum Fußball verschlagen. Also Johann Mühleck oder Martin Schmidt, das war hier die Frage damals in deiner Kindheit. Ja, so ungefähr, das könnte man sagen. Christoph Kramer und Langlauf also. Dazu passt unsere heutige Gästin Laura Gimler ja perfekt. Definitiv, aber bevor es losgehen kann mit der Jubiläumsfolge, haben wir natürlich noch die aktuellen Entwicklungen im Wintersport für euch. Wir gehen mit schnellen Schritten Richtung Saisonauftakt. Ja, da gibt es ja noch ein paar mehr News zu verkünden. Der DSV hat bekannt gegeben, dass alle Sommer-Grand Prix in Deutschland für die nordische Kombination und auch im Skispringen abgesagt werden müssen. Im Skispringen gab es allerdings bei den Damen einen Wettbewerb in Frenstadt, Tschechien, wo sich die Slowenin Nika Grischner vor Martina Kramer aus Österreich und Emma Klinec aus Slowenien durchsetzte. Die beiden deutschen Starterinnen Agnes Reich und Pauline Hessner landeten am Ende auf Platz 12 und 17. Für die Herren ging es am vergangenen Wochenende beim Sommer-Grand Prix im polnischen Wisła zurück auf die Schanze. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegen uns die Ergebnisse leider noch nicht vor, werden aber in der kommenden Folge nachgereicht. Ja, und ich bin dann wohl für die unschöne Nachricht zuständig, denn der frühere norwegische Spitzenlangläufer und Olympiasieger von 2010 in Vancouver, Petter Northug, wurde in seiner Heimat vorübergehend wegen Drogenbesitz und Raserei festgenommen. Er selbst hat sich zu dem Vorfall per Instagram gemeldet und das Ganze bestätigt. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass Petter wieder auf die richtige Bahn kommt. Ja, kommen wir doch schnell wieder zu den guten Nachrichten, denn der Skiweltcup hat seinen Start vorverlegt und beginnt nun mit dem Riesenslalom in Sölden am 17. und 18. Oktober. Wir sind gespannt, ob Lino Strasser dort vielleicht schon um einen Podiumsplatz mitfahren kann, so angriffslustig, wie er sich in unserer Folge 2 präsentiert hat, die ihr natürlich in voller Länge bei allen Anbietern hören könnt und jetzt auch ganz neu auf YouTube. Und da könnt ihr natürlich nochmal alle Folgen hören und vielleicht in Zukunft sogar noch einiges mehr sehen. Ja, das war es auch schon von den News. Und jetzt schnell rüber zu Laura Gimler und Christoph Kramer. Unsere heutige Gästin ist der aufgehende Stern am deutschen Langlaufhimmel. Am 5. Dezember 1993 wurde sie in Oberstdorf geboren, quasi mit den Langlaufskiern an den Füßen. Deshalb wäre eine Medaille bei der nordischen Ski-WM nächstes Jahr in ihrer Heimat ein großer Traum und vor allem der größte Triumph ihrer bisherigen Karriere. Wie diese begonnen hat und warum ihre Disziplin Langlauf von einigen Vorurteilen
denn mal abgestaubt werden müsste, das verrät sie uns jetzt hier in der Heißzeit. Herzlich willkommen, Laura Gimler. Schön, dass du da bist. Hallo, danke. Hallo. Hi. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist. Also zum einen eine signierte Autogrammkarte und zum anderen ein Buff oder auch Halstuch für den Sport mit dem Logo von der Nordischen Ski-WM 2021. Also die Leute, die das gewinnen, sind ihrer Zeit quasi weit voraus, so kann man das sagen. Die liegen dann voll im Trend, ja. Die liegen voll im Trend. Ja, wunderbar. Und genau dieses Beanie könnt ihr dann bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und eure Fragen an eure Stars stellt. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportler, die wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer das schöne Beanie von der Nordischen Ski-WM 2021 von Laura Gimler zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, aber Laura, sag uns doch jetzt mal bitte, wie sexy Langlauf wirklich ist. Ja, sehr. Also Langlaufen beansprucht ja echt den ganzen Körper, jeden Muskel letztendlich, den man irgendwie hat, muss man da einsetzen. Das macht natürlich eine gute Figur. Ja. Für alle Frauen da draußen geht Langlaufen. Klar, man kann Langlauf in jedem Alter machen. Das können alte Leute machen, das können junge Leute machen. Jeder entscheidet selber, wie sehr er sich da anstrengt. Aber also ich kann nur sagen, wenn man alle Muskeln einsetzt und sich voll reinhängt, dann ist das eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Aber warum denkst du denn, haben die meisten Leute irgendwie so im Gefühl, ja irgendwie nur Angela Merkel ist irgendwie auf Langlaufskiern unterwegs? Ja, die hat es halt mit ihrem Unfall da mal richtig in die Schlagzeilen geschafft und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, warum das so ist, aber ich habe eindeutig das Gefühl, dass immer mehr junge Leute einfach auch in der Loi betrifft. Ich glaube, das ist richtig im Kommen und das hoffe ich natürlich auch. Aber würdest du auch sagen, dass das mit der Skating Erweiterung irgendwie dazugekommen ist, dass vor allem jüngere Menschen Langlauf dann auch machen? Ja, ja. Die meisten finden Skating deutlich attraktiver und denken, klassisch ist wirklich nur für die Oma. Aber dem ist nicht so. Aber ja, doch, das Skating, das ist sehr beliebt, das stimmt. Ja. Aber kann man denn den aktuellen oder den Langlauf so ein bisschen, wenn man jetzt zu einem Sommersport überleiten würde, so ein bisschen mit einem Marathon vergleichen? So von der Attraktivität her bis jetzt aktuell, würde ich mal behaupten. Ja, oder auch ein bisschen wie Trailrun, das ist ja auch total in inzwischen. Ich finde, man kommt halt der Natur echt richtig nah und auf den Leuten verteilt sich das auch besser wie auf einer Skipiste mit Lift. Bergab fahren kann jeder, bergauf nicht, sage ich immer. Das ist ja dann wieder anstrengend. Ne? Das kann man auch mal so stehen lassen. Das, Aber wie fühlst du dich denn, wenn du mit Skiern unterwegs bist? Also nimm uns doch einfach mal mit, wenn du unterwegs bist auf Skiern. Also was das für ein Gefühl für dich ist. Also ich fliege auch oder ich schwebe auch nicht immer dahin. Das ist auch bei mir ein bisschen Tagesformsache. Aber mir macht es extrem Spaß. Mir tut das Auspowern richtig gut. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht irgendwann so ein bisschen so eine Sucht wird, wenn man das so gewohnt ist. Aber gerade im Winter durch den Schnee, wenn es auch ein anständiger Winter ist, total befreiend. Also da kann ich mich richtig entspannen vom Kopf her und ja. Und ich finde, wenn man so diese kalte, klare Luft atmet, das hat immer irgendwie sowas Schönes, ne? Ja. Sowas Befreiendes, das ist total toll. An Jogger ja auch immer, dass Jogger dass Joggen irgendwann so eine Sucht wird, ne? Und das kann man, glaube ich, so relativ gut vergleichen. Ja, doch, man ist richtig zufrieden hinterher. Und dann hat man sich auch einen Kaffee und was Süßes verdient. Also, Langlauf nicht so schlecht nicht. Ja, das ist gute Werbung. Ja, Laura, für dich ist Langlaufen allerdings sehr sexy gewesen. Wann hat das bei dir angefangen? Wann stand fest, ich möchte Langläuferin werden? Ja, es ist schwierig. Eigentlich hatte ich von Anfang an jetzt nicht diesen Leistungsgedanken. Ich bin mit 5 ins Langlaufen gekommen. Meine Eltern haben mich da halt reingesteckt, weil sie dachten, ein Kind ein bisschen draußen und bewegt sich. Und anfangs bin ich eigentlich dorthin gegangen, weil ich einen ziemlich coolen Trainer habe, der immer noch aktiv ist hier in Oberstdorf. Der macht es einfach richtig gut mit den Kindern. Der verteilt Süßigkeiten am Ende vom Training. Ich bin dort immer mit meiner Freundin, haben Schlusslicht gemacht. Und ja, man wächst da so rein und geht immer weiter. Und irgendwann kamen dann auch tatsächlich die ersten Erfolge. Und dann wurde ich ehrgeizig. Und ja, dass es so weit geht, hätte ich eigentlich nie gedacht. Und auch meine Eltern waren am Anfang gar nicht unbedingt so dafür, dass ich das jetzt leistungsmäßig macht. Meine Mutter hat in der 7. Klasse zu mir gesagt, 3-mal Training in der Woche muss reichen. Sie hätte gern ein Kind, was ein bisschen vielseitiger ist. Und da habe ich dann gesagt, nee Mama, du ruinierst mir hier meine Karriere, das geht so nicht.
Genau. Oh Gott, deine arme Mutter. Ja, ja. Und also da wurde ich dann schon echt ehrgeiziger und war sehr motiviert. Und dann irgendwann ging es halt auch los mit JWM und so. Und ja, so ging das halt immer weiter. Ich sehe schon die Schlagzeile mit Süßigkeiten zum Langlauf gelockt. Laura Gimbler. Ist aber auch der neue Anreiz im Gegensatz zum, wenn man es mal nur mit Angela Merkel vergleicht. Also ja, die Süßigkeiten-Thematik, da kannst du viele Kinder mit locken, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du noch Werbung machen. Was sind so deine Lieblingssüßigkeiten? Vielleicht kriegen wir ja Haribo auf unserer Seite oder sowas. Ja, allzu viel Süßes esse ich jetzt auch nicht, aber also ich bin da eigentlich recht flexibel. So ein Stück Toblerone zum Schluss geht immer. Komm, da kannst du jetzt raushauen. Okay. Ja, wenn es, wie wir gerade gehört haben, wenn es nicht unbedingt deine Mutter war, wer hat dich denn am meisten unterstützt? Meine Eltern haben mich immer unterstützt, also so ist es nicht. Aber ich hatte einfach echt immer richtig gute Trainer. Ich weiß nicht, ob ich da Glück hatte oder ob alle Langlauftrainer so cool sind, aber eine coole Trainingsgruppe, viele Mädels hier aus dem Ort, die das auch gemacht haben und einfach das gemeinsame draußen sein. Und Langlauftraining ist ja so vielseitig. Also gerade im Sommer, da trainiert man einfach alles, was anstrengend ist. Rad, Joggen, Bergtouren, man ist einfach viel draußen und das war mir Ansporn genug, ja. Würdest du denn sagen, dass ein guter Trainer vor allem in der Anfangsphase, wenn man Kind ist oder Jugendlicher ist, dass das wichtig ist, um weiterzumachen? Auf jeden Fall, doch. Also das ist ganz wichtig, dass man da irgendwie das Training ein bisschen vielseitig gestaltet und nicht mit den kleinen Stöpseln da einfach mal 1,5 Stunden in eine Richtung läuft. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also man muss sie bei Laune halten, ich glaube. Ja, ja. Aufgaben und Spiele machen und so, ja. Hattest du denn irgendwelche Vorbilder, die dich besonders geprägt haben? Eigentlich immer alle, die älter waren bei mir im Skiclub Oberstdorf, waren ja viele Langläuferinnen auch schon vor mir gut und die waren eigentlich alle immer meine Vorbilder und ich habe mir immer gedacht, boah, wie viele Pokale die wohl haben und ja, inzwischen ist eigentlich Nicole Fessel auch so für mich ein ganz großes Vorbild, zu der habe ich auch noch einen ganz engen Kontakt und die kann ich auch immer ansprechen und fragen und mir Rat holen und ja, Vorbilder habe ich. Wie wichtig ist das, wenn man so einen Ansprechpartner hat, den man auch mal fragen kann, wie machst du das, wie gehst du das an, wie bereitest du dich vor? Würdest du sagen, das ist für dich sehr wichtig? Ja, schon. Also man muss am Ende seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja nicht einfach einen Weg, der für alle gut ist. Aber ich habe auf jeden Fall gute Ansprechpartner, gerade mit meinen Trainern und auch mein Freund ist Langläufer. Und ja, bleibt quasi in der Familie. Genau, ja, doch. Wird denn dann auch mal zu Hause über was anderes gesprochen oder geht es dann nur im Langlauf, gerade im Winterbereich? Nee, überhaupt nicht. Also in der Wettkampfsaison wahrscheinlich schon tendenziell etwas mehr, aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig erstens gut verstehen, weil wir schon ein bisschen ein spezielles Leben führen oder vielleicht ein bisschen ein anderes. Wir verzichten ja echt auf vieles, wobei ich das nicht so empfinde. Aber ja, doch, also gerade wenn ich mal irgendwie aufgeregt bin oder ich bin vielleicht ein bisschen emotionaler als mein Freund. Mein Freund ist die Ruhe in Person und der kann mich immer richtig gut runterholen wieder und ich kann ihm auch manchmal Tipps geben. Ich bin mehr im Sprint, wobei auch allmählich Allrounderin und eher Distanzler und stark im Skating und da kann man sich ganz viel gegenseitig definitiv unterstützen. Also man muss auch gar nicht so viel reden dann, ne? Wenn man direkt weiß, wie der andere so tickt. Ja, ja, doch, das stimmt. Ja. Also wird aber vor jedem Wettkampf, ob es bei ihm ist oder bei dir, dann vorher noch mal so kurz gesprochen, sich gegenseitig Mut zugesprochen, oder? Ja, doch. Also mir ist schon immer wichtig, gerade wenn wir nicht zusammen unterwegs sind, dass ich abends davor nochmal mit ihm telefoniere und wir schreiben dann auch nochmal viel und das hilft mir schon. Er kann mich mega gut beruhigen und das ist ganz wichtig, dass man am Start dann auch ruhig ist. Aber das gelingt mir auch oft so. Also so ist es nicht. Genau. Ja. Ja, jetzt haben wir ja auch ein bisschen über deinen Freund gesprochen. Du kannst ja vielleicht unseren Zuhörern mal sagen, wer es ist. Also das ist ja, denke ich mal, kein Geheimnis. Ich wollte gerade sagen, verrat es. Genau. Der große Florian Notz. Ah, der große Florian Notz, da haben wir den auch. Ja, dann seid ihr ja quasi auch, oder du jetzt die richtige Ansprechpartnerin für meine nächste Frage. Was muss denn deiner Meinung nach ein perfekter Langläufer oder eine perfekte Langläuferin mitbringen? Worauf kommt es da ganz besonders an? Also jeder Langläufer lebt so ein bisschen von einer anderen Stärke. Ich komme zum Beispiel sehr über meine Oberkörperkraft. Manche haben besonders viel Ausdauer, dafür weniger Kraft. Also Langlauf ist sehr vielseitig. Man braucht erstens viel Kraft, viel Ausdauer,
auch vom Kopf her ein mentales, starkes Durchhaltevermögen, ein taktisches Verständnis und auch eine Endschnelligkeit. Und da hat jeder so seine Stärken und muss die halt wissen, wie er sie einsetzt. Was man auch dazu sagen muss, Langlauf differenziert sich ja auch in Distanzen. Du hast ja gerade gesagt, dass du speziell auf den Sprintstrecken unterwegs bist. Das ist ja dann zwischen 1,5 Kilometern und 5 Kilometern. Und dann Distanz, wie du ja schon gesagt hast, von deinem Freund, das sind ja dann auch 30, 50 Kilometer oder auch 70 zum Teil ja sogar dabei, ne? Wahnsinn. Genau, wobei 70 ist nicht im Weltcup-Format, das geht dann in den Marathon und das machen wir gar nicht. Das ist dieser Vasalauf, ne? Dieser genau, ja, ja. Wahnsinn. Was definitiv auch noch ein Ziel ist in meinem Leben. 70 Kilometer Vasalauf. Ja, das Wahnsinn. Muss man gemacht haben als Langläufer. Bereitet man sich da dann nochmal speziell drauf vor? Ich glaube nicht. Also wir trainieren ja auch stundenlang am Stück. Wir sind es ja total gewohnt. Wir haben eine gute Grundlage. Also ich denke nicht. Ich glaube, ich wäre schon nach maximal 2 Kilometern. Würde ich schon meine Skier irgendwo hinstellen. Zack, Feierabend. Das reicht. So, Fabian, du machst noch 68 Kilometer. Du musst noch 68. Ja, ich glaube, aus dem Thema bin ich raus. Da würde ich passen. Ich mache erstmal alles anders. Ich gehe Skispringen, Bobfahren, aber mit den 80 Kilometern, da müssen wir noch ein bisschen verhandeln, bis ich die mache. Du hast ja gerade gesagt, der Sprint liegt dir ja am meisten. Wie würdest du dich denn als Läuferin beschreiben? Ich bin eine extrem ehrgeizige Läuferin. Gut, das sind wir alle, aber ich bin ein bisschen bekannt in meiner Mannschaft für meinen Killerinstinkt. Wenn ich mich an jemanden festbeiß, dann lasse ich da auch nicht mehr so leicht los. Und so hast du bestimmt noch deinen Freund erobert. Komm, sei ehrlich. Festgebissen und nicht mehr losgelassen. Ja, der Arme. In der Läufe. Genau, im Training, ja. So, den will ich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ist in Ordnung. Also ich denke, das ist meine Stärke oder das, was mich auch ein bisschen ausmacht, dass ich sehr leiden kann. Ich denke, das braucht man ja auch. Also das ist auf die gerade desto länger es wird. Wie sieht denn so eine Vorbereitung auf den Winter aus? Wie trainierst du, was trainierst du und vor allem wie viel oder wo? Also jetzt gerade am Anfang vom Sommer machen wir sehr, sehr viel Grundlagenausdauer, also wirklich 3 Stunden auch mal länger, ganz ruhiges Training im untersten Trainingsbereich quasi mit einem ganz niedrigen Puls. Da trainiert man dann die Fettverbrennung, also den Fettstoffwechsel vor allen Dingen. Genau, und die Intensitäten, die werden dann im Laufe des Sommers hochgenommen. Und im Herbst dann wird es dann richtig knackig und dann kommen auch wieder viele Pausen, sodass man dann in Form kommt für den Winter. Und im Winter trainieren wir eher sehr wenig. Da laufen wir dann hauptsächlich Wettkämpfe und dazwischen findet regeneratives Training statt. Also ich kann es jetzt mal in Stunden sagen. Ich trainiere so circa 750 Ausdauerstunden oder zumindest ist es geplant für dieses Jahr, wenn ich es schaffe und gesund bleibe. Und mit Kraft sind es nochmal so 90 bis 100 Stunden mehr. Also kann man sagen, dass ich so 850 Stunden im Jahr mit Training beschäftigt bin. Und dann kommt natürlich auch noch viel Physiotherapie dazu und Besprechungen und Videoanalysen und sowas. Also es ist schon genug Aufwand. Und man muss sich auch abends oft dehnen und Black Roll machen. Definitiv ein Vollzeitjob, so kann man das sagen. Aber wenn ich da noch eine Frage, wie machst du denn oder wie viel Urlaub habt ihr denn dann dazwischen? Oder bist du dann... Gehst du, wenn die Saison vorbei ist, direkt wieder in die Loipe und machst schon dein privates Ausfahren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also der April ist quasi unser freier Monat. Da dürfen wir machen, was wir wollen. Und wir machen es eigentlich alle inzwischen so, dass wir Anfang April noch den Frühjahrsschnee nutzen und dann nochmal richtig Kilometer sammeln, nochmal richtig Stunden machen. Und weil also 4 Wochen gar nichts machen, das wäre jetzt keine Option. Und dann Mitte April verreise ich meistens in den Urlaub, genau. Dieses Jahr wollte ich eigentlich nach Norwegen noch fliegen mit ein paar Freunden und meinem Freund zum Trainieren, eigentlich genau wie der Finzel. Und dann Ende April nach Sizilien. Aber da wurde ja aus bekannten Gründen nichts draus. Genau. Wie hast du dann diese Zeit überbrückt? Also du warst dann zu Hause und bist dann auf den Sommerrollski unterwegs gewesen oder was hast du gemacht? Also Anfang April war ich noch hier in den Tälern unterwegs und habe mit Ski trainiert. Das ging eigentlich ganz gut. Und dann habe ich aber früher meinen Urlaub quasi gemacht, aber halt hier daheim. War auch mal in Ordnung, ohne Koffer packen und alles konnte ich dann schon auch genießen. Ja, dann habe ich halt früher wieder mit dem Sommertraining begonnen. Also mein April war leider dieses Jahr nicht ganz so aus chillig, Verzweiflung früher angefangen. Nee, das war dann
war dann schon so ein bisschen auch vorgegeben von den Trainern, weil halt die Wettkampfsaison ja sehr früh geendet hat, genau. Und dann haben wir aber nochmal eine Woche Urlaub, denke ich, gegen im Herbst rum, sowas, ja. Also das dürft ihr dann doch schon noch machen, ne? Das dürfen wir dann schon nochmal machen, ja. Okay, was man dazu sagen muss zu diesen ganzen Stunden, ihr trainiert natürlich auf einen Peak hin, weil ihr auch immer gucken müsst, dass ihr nicht in die Überkompensation reinkommt, ne? Weil gerade ja auch Ausdauerschnelligkeit für euch relativ wichtig ist. Ja, genau. Und gerade mit dem Intervalltraining wird es immer richtig hart. Also das ist ja nicht nur einfach 850 Stunden im Jahr sich bewegen und Sport machen, sondern das Intervalltraining, das zehrt richtig. Also da bin ich mittags immer richtig im Koma und da muss man dann echt aufpassen, dass man sich ausreichend erholt und auch in der Pause macht und sich nicht noch lauter Termine ausmacht oder sonst was vornimmt, weil sonst verkraftet man das einfach nicht. Und passiert mir leider ganz oft, dass ich im August ein bisschen in so ein Loch falle und auch mal krank werde. Also Kinder, hört zu, Langlauf ist kein Zuckerschlecken. Also das muss man mal dazu sagen. Wahnsinn. Um dann nochmal den Punkt dran zu setzen. Du hast gerade gesagt, dass die letzte Saison relativ kurz war. Die nächste Saison wird relativ wichtig, denn nächstes Jahr findet die nordische Ski-WM direkt vor deiner Haustür in Oberstdorf statt. Spürt man da schon so ein bisschen dieses Heim-WM-Kribbeln oder hat sich das durch Corona so ein bisschen verschoben? Ja, es ist schwierig. Es sind ganz viele Gerüchte im Umlauf, was mit der Heim-WM wird. Aber ich versuche das eigentlich auszublenden oder da gar nicht so weiter drüber nachzudenken. Für mich findet jetzt einfach die Heim-WM nächsten Februar statt. Und ich trainiere viel. Und manchmal, wenn ich im Training vielleicht gerade ein bisschen Motivationsloch habe, dann denke ich da dran. Und dann geht es auch gleich wieder viel besser. Und abgesehen davon kommt ja dann auch im Winter drauf schon Olympia. Und also das Training, das lohnt sich auf jeden Fall. Also guckst optimistisch in die Zukunft? Auf jeden Fall. Also irgendwas wird stattfinden und ich bin noch ganz fest im Fokus auf die Heim-WM. Die Strecken in Oberstdorf, die sind ja auch nicht die leichtesten. Hier der Teamchef Peter Schlickenrieder, selbst mit Silbermedaillengewinner im Sprint bei den Olympischen Spielen von Salt Lake City 2002, er hat nach der Oberstdorf-Generalprobe Ende Januar diesen Jahres gesagt, dass dort die schwersten Strecken der Welt für euch Läufer sind. Was meint er damit? Ja, das ist tatsächlich so. Also die hat extrem viele Höhenmeter. Ich glaube, die Runde war sogar anfangs zu hart. Also die muss immer so bestimmte Dinge erfüllen, so eine Runde, damit sie quasi genehmigt wird. Zu einfach ist, nicht in Ordnung und zu... Also die war wirklich im roten Bereich. Ich glaube, der eine Anstieg, der dauert 5-6 Minuten sowas am Stück. Ja, das wird auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Aber wir haben die Runde auf dem Laufband jetzt als Programm. Und das haben wir jetzt letzte Woche in Oberhof mal ein bisschen durchgespielt. Ja, ist ganz witzig. Okay, ist das dann wie so ein TÜV oder kommt die FIS und nimmt dann die Strecke ab und sagt, okay, genau, so kann man das genehmigen. Ja. Okay. Ja, genau, die FIS macht das. Aber kommt dir das denn auch gelegen? Also ist das genau die Strecke für dich? Ja, wenn ich fit bin, dann komme ich mit jeder Strecke zurecht. Also das würde ich schon sagen, aber ich bin eigentlich voll im Fokus auf den Klassensprint, der gleich mal der erste Wettkampf sein wird. Meisterin geworden bist auf dieser Strecke? Genau, und da habe ich eigentlich auch so allgemein meine besten Ergebnisse im Weltcup gemacht bisher. Und ich glaube, wenn ich da einen guten Tag habe, also die Runde, die liegt mir definitiv, wenn ich da einen guten Tag habe und einen guten Ski, dann könnte ich durchaus auch gefährlich werden. Du hast es gerade angesprochen. Was rechnest du dir denn aus für diese Ski-WM? Ich bin eigentlich jetzt nicht jemand, der irgendwie jetzt ein Ergebnis nennt. Ich möchte einfach mit eins der besten Wettkämpfe meines Lebens laufen und für was es am Ende reicht, weiß ich nicht. Ich muss auch mit dem ganzen Druck dann klarkommen, den ich mir vor allem selber immer mache. Ja, klar, mein Traum wäre schon, eines Tages mal bei einer Siegerehrung mit dabei sein zu dürfen. Das sind die ersten 6. Ich denke, eine Medaille jetzt wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, das zu sagen, weil die Konkurrenz, die ist so extrem stark und auch die Dichte im Langlauf ist so hoch. Die Skandinavier, die Russen, die haben Langläufer ohne Ende. Dort ist es ja der Volkssport Nummer 1. Noch vor den Ski-Alpinen. Ja. Das ist dort wie Fußball. Also es macht dort jedes Kind. Deshalb haben wir auch dementsprechend Talente. Aber ja, ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht entschuldigen. Also in der Staffel oder so könnte es sicher irgendwann mal eines Tages vielleicht auch mal zu einer Medaille reichen. Aber im Einzel möchte ich das jetzt mir nicht so vornehmen. Und auch in der Staffel muss alles mehr als glatt laufen. Also halten wir fest, das beste Ergebnis deiner Karriere. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Ziel. Und 2021, die nächste Ski-WM in Oberstdorf, aber die hat es ja schon mal gegeben. Und zwar 2005 hat die nordische Ski-WM da schon mal Halt gemacht. Das war vor 15 Jahren.
Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das damals für dich war? Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Also ich war dort als Tannenbaum bei der Feier dabei. Ja, genau. Da waren alle Skiclub-Kinder so Tannenbäume und wir mussten da so zur Musik wippen. Also war ganz witzig. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wer hatte diese Idee? Wer hat das verbrochen? Ich weiß es nicht, aber war ich echt eine ziemlich wilde Eröffnungsfeier. Auf jeden Fall war ich da schon als Baum dabei und genau, nächstes Mal hoffentlich nicht. Dann als Langläuferin. An die Wettkämpfe selber kann ich mich nicht so richtig gut erinnern. Das stand da für mich noch nicht so im Vordergrund. Da war ich mehr so mit dem Baum herum beschäftigt. Genau. Aber du hast ja auch eine Wette mit Peter Schlickenrieder am Laufen, ne? Also falls genau, du jetzt doch eine WM-Medaille holen solltest. Falls wir irgendwie in der Staffel oder so zu einer Medaille kommen, dann wird der Peter als Tannenbaum zur Abschlussfeier gehen. Genau. Aber das ist aber auch ein Druck. Das ist ein Druck, weil ich möchte das sehen. Das ist ein sehr großer Ansporn. Würde ihm sicher auch richtig gut stehen, ja. Aber hast du denn damals nach der Ski-WM 2005 gesagt, so jetzt erst recht, jetzt werde ich Langläuferin? Ja, doch, auf jeden Fall. Das hat brutal motiviert. Ja, hat mich sehr angesprochen, das Ganze. Auch ein Fußball-Weltmeister aus Solingen war eine Zeit lang in gewisser Weise verzaubert von diesem Sport, vom Langlauf. Allerdings hat er relativ schnell für sich erkannt, auf Stollen ist für mich definitiv besser und vor allem erfolgreicher als auf Skiern. Also, herzlich willkommen zu unserem Heißzeit-Special. Wir spielen heute mit Promis aus der Sportwelt das Fragespiel, was wärest du geworden, wenn du das geworden wärest, was du nicht geworden bist? Und das im Sommer als wie Winter. Vielen Dank, Heidi Klum. Und heute, da wagt sich jemand aufs Heißzeiteis, der normalerweise auf dem Rasen zu Hause ist und das auch noch sehr erfolgreich. Denn 2014 war er einer von den Fußballern, die den güldenen Weltpokal aus dem brasilianischen Maracanã-Stadion als Weltmeister Richtung Himmel strecken durften. Seit 2016 heizt er im Mittelfeld bei Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga den Gegnern ordentlich ein und macht jetzt bei uns eine kleine Halbzeitpause, um uns zu erklären, in welcher Sportart er 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille holt. Christoph Kramer, schön, dass du da bist. Bist du bereit? Hallo, ich freue mich. Ja, natürlich. Wunderbar, dann starten wir direkt mal mit Frage 1. Wenn du Wintersportler geworden wärst, welcher Wintersportler wärst du geworden? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja tatsächlich im Bergischen Land aufgewachsen und da lag jetzt mittlerweile nach dem ganzen Klimawandel-Gedöns nicht mehr so viel, aber früher lag da relativ viel Schnee und deswegen bin ich oft Langlauf gefahren, weil es mir total Spaß gemacht hat, weil es anstrengend war. Ich sowieso immer viele Sportarten ausprobiert habe und ich hatte tatsächlich Langlaufskier und bin viel Langlauf gefahren. Aber am meisten fasziniert hat mich in Kindheitstagen und teilweise jetzt auch noch tatsächlich Skispringen. Gerade so viel Schanzentournee, also sehr populistisch, aber das hat mich auch immer fasziniert und hätte mich auch gereizt. Aber es war relativ früh klar, dass ich auf Skier nicht so gut unterwegs bin und deswegen hat es mich zum Fußball verschlagen. Also Johann Mühleck oder Martin Schmidt, das war hier die Frage damals in deiner Kindheit? Ja, so ungefähr, das könnte man sagen. Okay, also Fußball versus Skispringen versus Langlauf, wo gibt es da die Parallelen? Frage Nummer 2. Hey, boah, das ist natürlich, also Parallelen, also gerade wenn man Leistungssport macht, gibt es immer Parallelen, gerade so von der Mentalität und es ist ja irgendwo immer ähnlich. Ich glaube, dass man es nicht so richtig vergleichen kann, weil man ja schon im Fußball eine Mannschaftssportart hat und damit auch sehr verbunden ist und in fast allen Skiwettbewerben ja eigentlich so auf sich allein gestellt ist. Von daher ist es schon, glaube ich, was ganz anderes. Natürlich neben vielen anderen Unterschieden, dass ein Ball da ist und man halt nicht auf seinen Füßen steht beim Skilanglauf oder beim Skispringen oder beim Biathlon, hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, so gerade von der mentalen Sache gibt es im Leistungssport, egal in welcher Sportart, schon durchaus parallel. Also die mentale Einstellung ist da die Parallele, zusammengefasst. Ja, das ist natürlich jetzt die beiden Sportarten, man kann sie nicht vergleichen. Ich finde auch nicht, dass es da eine großartige Gemeinsamkeit gibt, aber wenn du mich jetzt so fragst, was gibt es für Gemeinsamkeiten, dann ist es sicherlich irgendwo im mentalen Bereich und da weiß jeder, der Sport gemacht hat, auch, man muss ja gar nicht auf den Leistungssport beziehen, denn man hat einfach diesen Siegeswillen, dass man der Beste sein will, dass man gewinnen will, das ist ja in allen Sportarten gleich und das ist ja auch das, worum es irgendwo im Sport geht und das ist dann so die Parallelen.
Aber Winter und Sommer und Ball- und Nicht-Ballsport und Ski und Füße zu vergleichen, ist ein bisschen schwer. Kommen wir zur nächsten Frage. Du hast ja eben gesagt, dass du dir als Kind vorgestellt hast, entweder Langläufer oder Skispringer zu sein. Welcher Wintersportmoment hat dich denn am meisten beeindruckt damals? Also ich habe es ja unfassbar geliebt, früher so die Weihnachtstage. Ich hatte ja schon relativ früh schon irgendwie stressiges Leben. Mittlerweile ist es nicht mehr so stressig, weil die Schule weggefallen ist. Früher mit Schule und Fußball war es durchaus stressiger. Und da habe ich immer die Winterferien total genossen. So gerade so in meinen, so zwischen 8 und 12 Jahren, würde ich sagen, waren das einfach wunderschöne Momente, weil man dann mal Ruhe zu Hause hatte, mit der Familie Weihnachten gefeiert hatte, nicht so viel zu tun hatte und dann die Vierschanzentournee. Mama hat dir einen Kakao gemacht und dann hast du dir, ja, lagst den ganzen Tag auf der Couch, hast deine neuen Spielsachen ausprobiert zwischendrin und hast einfach Vierschanzentournee geguckt und die ganzen Winter-Events, das hat schon sehr viel Spaß gemacht und das ist eigentlich, ohne dass ich mich jetzt da unfassbar für interessiere, aber das ist so das, was ich mit dem Wintersport verbinde und das waren einfach auch, ja, schöne Momente und ich habe es immer gern geguckt und viele sagen ja auch, dass zum Beispiel Langlauf und sowas, ja, dass das eher langweilige Sportarten sind. Ich finde das nicht. Also ich muss sagen, ich gehe da auch voll mit am Fernseher und ja, so die Kindheitstage, Weihnachten, Silvester zu Hause auf der Couch mit Kakao und dann Wintersport, das ist so das, was ich damit am meisten verbinde. Hört sich so ein bisschen nach Tradition an, oder? Ja, ist auf jeden Fall auch Tradition, ne? Also Vierschanzentournee, jetzt mittlerweile mache ich auch mal häufiger im Winterurlaub. Ist gut für meine Haut, weil ich ja auch eine Wintersportlerhaut habe, möchte ich fast sagen. Du bist jetzt nicht so der Brasilianer. Nee, genau. Und, nur am Ball. Bin ich häufiger vielleicht mal jetzt in der Sonne, aber das ist schon, sonst genieße ich ja, die Tage zu Hause und dann auch mit Wintersport. Gibt es denn einen Wintersportler, von dem du Fan bist? Ja, also unsere Skispringer früher, also die großen Sven-Hannawald-Momente, die waren natürlich legendär. Dann die ganzen Langläufer und Biathleten, es tut mir jetzt auch gerade leid, ich habe mich auch wirklich jetzt nicht darauf vorbereitet, weil ich mich nie auf solche Gespräche vorbereite. Ich kann die, wollte ich, ja, Namen könnte, abfragen. Ich einzelne Gesprächsnamen, Gesprächssplitter, Namen könnte ich jetzt irgendwie mal in den Raum werfen, wie Fischer. Es gab mal einen Fischer, den fand ich super. Also, Fritz Fischer? Ja, keine Ahnung. Alles, was irgendwo eine Deutschlandflagge hat und dann irgendwie mit einer vernünftigen Zeit ins Ziel kommt, ja, da bist du Fan von. Dass du dann vor allen Dingen für die Flaggen deiner Nation mitfieberst, das ist ja ganz klar. Aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich da jetzt unheimlich viele Namen kenne. Also kann man zusammenfassen, Christoph Kramer guckt Wintersport, wenn er die Zeit dazu hat. Ja, also ich bin sowieso sehr sportinteressiert und ich finde es cool. Also ich gucke es ab und zu wirklich gerne. Vielen Dank, Christoph Kramer. Achso, das war's schon. Ja, dann danke. Okay. Wolltest du noch was sagen? Wolltest du noch was loswerden? Achso, nee, ich dachte, ja. Nee, also, wie gesagt, alles gut. Wir haben ja mit Vinzenz auch schon in der ersten Folge darüber gesprochen, diese Heim-WM. Was ist da das Besondere für euch Athleten auch, gerade weil es vor der Tür ist? Wie ist so eine Stimmung bei einer WM? Man hört immer nur, dass es bei Olympia so toll und so familiär ist. Was ist das Besondere an so einer Weltmeisterschaft? Also an der Weltmeisterschaft daheim, klar, da ist meine Familie, meine Freunde, alles sind da. Da kann ich mal zeigen, was ich all die Jahre lang da vorbereitet habe. Ja, auch jetzt beim Heim-Weltcup schon. Ich habe richtig gemerkt, das Publikum, das steht hinter mir. Die haben mich besonders angefeuert. Und es war einfach total schön und ja, darauf freue ich mich. Merkt man dann auch so eine Stimmung in der Stadt schon so ein paar Tage vorher drauf auf so eine Weltmeisterschaft? Ist dann schon alles geflaggt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Merkt man jetzt schon. Also ist überall ausgeschildert und am Bahnhof läuft der Countdown mit Minuten und Sekunden. Ja, genau. Also ich war ja bei der WM in Seefeld vorletzten Winter das erste Mal dabei und es war einfach irgendwie auch so ein richtiges Fest. So das Ganze drumherum, die ganze Stadt war fröhlich und das war echt wahnsinnig schön. Also wenn Oberstdorf nur halb so schön wird, dann wird es richtig toll. Also du würdest es eher nicht als Druck empfinden? Ich glaube schon, dass ich sehr aufgeregt sein werde. Also da stelle ich mich schon drauf ein, damit ich dann damit auch klarkomme. Und es gehört dazu. Ohne Aufregung hat man keine Körperspannung. Also das wird so sein, aber das werde ich gemanagt bekommen. Hast du dann auch einen Mentaltrainer, mit dem du arbeitest? Weil viele Athleten trainieren ja quasi auf solche Situationen hin. Zum Beispiel vor ein paar Wochen hatten wir zum Beispiel auch Marco Büchel, der auch zur WM in Wales 2009 hintrainiert hatte.
und gesagt hat, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre er, wenn er beim Riesenslalom nach dem ersten Durchgang auf Platz 1 wäre. Und genauso ist es gekommen und dieser Psychologe hat ihn genau auf diese Situation vorbereitet. Also arbeitest du da auch so in diese Richtung hin? Wir haben immer wieder mal am Lehrgang einen Psychologen dabei, einen Sportpsychologen. Und mit dem rede ich dann auch ganz regelmäßig am Lehrgang mal. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und auch immer wieder sehr interessant, was die so für Tricks haben, ja. Also wenn Julia und ich mit der Heißzeit vor Ort sein sollten und uns das angucken, wir werden auf jeden Fall sehr große Laura Gimler-Fans sein. Das kannst du ja schon mal, da kannst du schon mal auf eine Choreo gefasst machen. Kurz ja. In der letzten Zielkurve, wo wir dich dann nochmal die letzten Meter pushen werden. Da kannst du sicher sein. Aber ich glaube, sie wird dann deswegen schneller rennen, um uns vor uns wegzurennen. Ja, aber das ist ja die Motivation dann. Das ist die Motivation. Ja. Ich nehme meistens gar nichts mehr wahr in der letzten Zielkurve, aber. Na gut, dann stellen wir uns doch woanders hin. Ja, stellen wir es an den Berg. Ja, zwischen 2003 bis 2014 war das deutsche Team im Langlauf super erfolgreich. Allen voran Claudia Nystad, geborene Künzel, mit 2 Olympiasiegen und 5 olympischen Medaillen. Ein Weltmeistertitel neben Efi Sachenbacher, mit der sie 2010 die Goldmedaille im Teamsprint bei den Spielen von Vancouver geholt hat. Einer der erfolgreichsten deutschen Langläuferinnen. Bei den Männern Axel Teichmann und Jens Filbrich nicht zu vergessen. Nach den letzten Weltcup-Jahren stellt man sich als Langlauf-Fan schon die Frage, wann kommen nochmal solche Zeiten auf uns? Ja, gute Frage, würde mich auch interessieren. Du kannst es ja ändern mit. Ja. Also ist ein bisschen schwierig. Die Älteren, die haben eigentlich alle so mehr oder weniger mit einem Schlag aufgehört. Und jetzt sind wir ein extrem junges Team. Ich weiß nicht, ob wir noch das jüngste Weltcup-Team sind, aber letzten Winter waren wir. Wir können auch nur unser Bestes geben und schauen, was da rauskommt. Und klar streben wir das auch an, irgendwann wieder dorthin zu kommen. Aber da müssen wir einfach hart arbeiten und dran glauben und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Was man dazu sagen muss, gerade im Langlauf gehört ja unfassbar viel Erfahrung auch dazu. Deswegen sind die erfolgreichen Langläuferinnen auch eher älter als jünger, ne? Genau, ja. Doch auch das ganze Training, das jahrelange Training, das wirkt sich oft erst nach ein paar Jahren aus, weil man dann auch oft einfach ein bisschen müde ist. Aber man braucht einfach eine gewisse Stundenanzahl, um überhaupt in die Top 30 laufen zu können beim Weltcup. Marit Bürgen ist, glaube ich, noch mit 38 gelaufen, ne? Die hat erst vor kurzem ihre Karriere beendet. Deswegen, also, ich habe jetzt auch gelesen, sie macht ein Comeback im Marathon. Und sie ist jetzt genau. 40. Sie ist jetzt 40, das muss man dazu sagen. Genau. Aber dann ist sie immer noch viel zu jung, denn teilweise muss man sagen, Noriaki Kasai wird mit 51 noch Olympia springen. Also das heißt, Laura, du hast noch ein bisschen Zeit. Setz dich nicht so viel unter Druck. Ja, aber nerven denn auch solche Fragen? Also ganz im Ernst, wenn man immer nur nach den erfolgreichen Jahren hinterher trauert? Ja, tatsächlich vielleicht ein bisschen. Gut, dass ich sie gestellt habe. Ist in Ordnung. Und wo würdest du dich so in 5 Jahren einordnen? Was möchtest du bis dahin erreicht haben? In 5 Jahren möchte ich Olympionikin sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ziel von mir noch, dass ich einmal bei Olympia war und mich dort auch anständig verkaufe natürlich. Die WMs möchte ich teilnehmen und einfach irgendwie eine gute Zeit hinter mir haben. Also das ist eine ganz besondere Zeit und wenn die mal vorbei ist, das wird nie wieder so. Und ich weiß es total zu schätzen. Ich meine, mein Beruf ist letztendlich mein Hobby. Ich kann den ganzen Tag draußen in der Natur rumrennen. Klar, gibt es dann auch immer mal wieder Regenwochen, wo das vielleicht ein bisschen zäh ist, ein zweites Mal am Tag sich so komplett aufweichen zu lassen. Aber ich weiß die Zeit sehr zu schätzen. Also ganz gleich, was da jetzt am Ende für Ergebnisse, Medaillen oder auch nicht Medaillen stehen, das hat sich gelohnt, jetzt schon. Man hat ja auch das Gefühl, dass momentan skandinavische Nationen wie Norwegen oder auch Schweden die Weltcup-Elite dominieren. Allen voran Therese Johaug oder viele Jahre lang Marit Bjørgen. Die Liste von dem, was sie nicht gewonnen haben, ist um einiges kürzer. Schielt man da auch manchmal hin und denkt sich so, was machen die bitte anders als wir, dass sie das alle so gut hinbekommen? Ja, da philosophieren wir auch manchmal im Team einfach drüber. So, es sind einfach brutale Talente und die arbeiten hart und ja, die verdienen sich das schon auch irgendwie so, wie wir. Mein Trainer hat immer gesagt, alle kochen nur mit Wasser, da soll ich immer dran denken. Und klar, das ist ein Rätsel. Wenn wir es wüssten, würden wir es auch so machen. Aber wir müssen einfach weiter uns knechten. Erfolgsrezepte werden ja auch einfach nicht so weitergegeben, ne? Schade.
Obwohl man das nicht so sagen kann, denn die Laura hat auf dem Kanal von Oberstdorf 2021, der Heim-WM, tatsächlich schon gekocht. Ob das jetzt allerdings das Erfolgsrezept ist, das kann man nicht sagen. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Ja, die haben mich gefragt, ob ich sowas für sie machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Also steckt gar nicht so viel dahinter. Steckt gar nicht so viel. Aber jetzt kann man sich angucken. Ich habe es auch gesehen. Sehr gut. Ja. Also ich würde es probieren. Ja, war auf jeden Fall lecker. Was hast du dir denn für die kommende Weltcup-Saison vorgenommen? Ja, möglichst oft Top 20, Top 10, auf jeden Fall auch im Sprint. Ins Halbfinale laufen, mich für die WM qualifizieren. Bei der WM eins meiner besten Wettkämpfe meines Lebens laufen. Also ich denke, das sind schon ganz anständige Ziele. Kommen wir nochmal zum Abschluss auch zu dir als Privatperson. Unsere Zuhörer möchten ja auch immer mal wieder hören, was macht die Laura denn so außerhalb der Piste? Und da habe ich mal gehört, du wärst so ein typischer Wintermensch, also viel eher als ein Sommermensch. Wie kann ich das verstehen? Ich genieße den Winter tatsächlich deutlich mehr. Ich bin nicht so der Typ für heiße Temperaturen. Wenn es im Sommer 30 Grad hat, da schaue ich, dass ich halt tagsüber irgendwie in meiner Wohnung bin und nicht an der prallen Sonne. Neben dem Sport mache ich tatsächlich auch gern Sport. Ich mache wahnsinnig gern halt Bergtouren im Sommer. Im Winter gehe ich auch mal Skifahren oder mit Freundinnen langlaufen oder joggen, die nicht aus dem Leistungssport kommen. Und also das dürft ihr, Skifahren, weil andere Leistungssportler, die haben ja immer irgendwelche Verträge, wo es dann heißt, nein, das dürft ihr bloß nicht machen, um euch nicht zu verletzen. Aber das darfst du schon. Wir dürfen Skifahren, aber also ich passe schon auf. Und ich gehe auch nicht, wenn ich weiß, dass die Piste irgendwie rappelvoll ist, weil gerade Faschingsferien sind oder so. Und ich gehe auch wirklich nicht oft. Also im Winter habe ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit zu. Aber wenn ich mal gehe, dann genieße ich es schon sehr. Ja, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Bist du denn dann in deiner Freizeit eher immer die Langläuferin oder sieht man dich tatsächlich mal auch auf den rasanten Pisten rund um Oberstdorf mal eine Abfahrt nehmen? Ja, aber wie gesagt, das ist echt sehr selten. Also das kommt ein- bis zweimal im Winter vor. Meistens am Ende eher. Und ja, wenn eben die Pisten leer sind, weil am meisten Angst habe ich eigentlich immer vor den anderen, vor den Touristen, dass die mich über den Haufen fahren, gar nicht so vor mir selber. Gerade beim Faschingsfahren kann das schon mal passieren. Ich denke, da ist der ein oder andere Tropfen Alkohol bestimmt auch mit dabei. Wenn ich hier an den Karneval in Köln denke, wo wir nie mit Alkohol feiern. Natürlich. Natürlich. Und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du mal vom Wintersport abschalten möchtest? Ja, ich gehe gerne ins Kino, ich gehe sehr gerne abends essen. Ich treffe gerne meine Freundinnen, die nicht aus dem Leistungssport sind, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich lese gern, ich backe gern und ich gucke gern Serie. Ja, gut. Und wenn du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dass du ja auch viel mit deinen Freundinnen dann machst, als Sportler muss man ja mal unfassbar diszipliniert sein. Geht man denn da auch mal richtig gerne feiern? Also lässt die Laura auch mal so richtig die Sau raus und tanzt dann tatsächlich ist das eher selten. Also am Ende vom Winter haben wir immer unsere Partys. Das sind dann halt mal 2, 3, 4 und dann ist aber wieder gut und dann reicht's mir auch richtig. Also ich merke, dass ich da eigentlich gar nicht so der Typ dazu bin. Mir reicht es dann recht schnell wieder mit dem Ganzen. Und ja, in der Trainingssaison, da sollte man das dann natürlich nicht machen. Da muss der Körper sich mit anderen Dingen befassen. Aber eine Weltmeisterschaftsmedaille würdest du schon feiern, oder? Ja, natürlich. Also am Ende von der WM oder so, da gehört einfach eine richtig gute Party dazu. Das ist total normal. Und auch am Ende vom Weltcup-Winter und da haben wir schon unsere Festle, so ist es nicht. Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Und apropos feiern, unsere Heißzeit-Fans möchten ja auch am liebsten feiern, und zwar den Gewinn des Giveaways von unserem jeweiligen Star. In der Folge jetzt das Beanie und die Autogrammkarte von der Laura. Ja, wie ihr das gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst uns einfach nur folgen, der Heißzeit. Englisch, das H, englisches Eis und die Zeit bei Instagram und oder Facebook, am besten überall, dann könnt ihr, und das ist das Spannende, ihr könnt euren Freund vertaggen, wo ihr denkt, ja, die muss unbedingt den Beanie von der Laura tragen, dann muss der uns wiederum nur noch folgen und zack, seid ihr dabei. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ja, und jetzt, Julia, haben wir ja auch noch ein paar Fans, die ihre Fragen gestellt haben.
Ja, und die sind natürlich ihrer Zeit auch weit voraus. Und zwar fragt Silvia, was du den Leuten sagst, die Skilanglauf für zu unübersichtlich halten. Unübersichtlich? Ja. Ich okay. glaube, sie spielt so ein bisschen darauf an, dass es halt eben verschiedene Stile gibt. Klassik, Skating, dann gibt es ja Sprint, dann gibt es irgendwie lange Versionen, dann gibt es Teamsprint. Also, wer sich mit Biathlon auskennt, der müsste sich dann auch ganz leicht mit Langlauf auskennen, weil ich glaube, wir haben immer noch weniger Wettkampfformate. Letztendlich gibt es klassischen Skating. Und das Ganze ist dann nochmal unterteilt in Sprint- und Distanzwettkämpfe. Den Sprint gibt es einmal alleine und einmal zu zweit im Teamsprint. Da wechselt man sich halt ein paar Mal ab und dann ist man fertig. Und die Distanzen gibt es halt angefangen bei 10 Kilometern und enden bei 5. Ich glaube, Silvia, das ist eine sehr, sehr gute Antwort, die du auf deine Frage bekommen hast. Und Janosz möchte wissen, wo du dich in 10 Jahren siehst. In 10 Jahren? Stelle ich wahrscheinlich meine Wettkampfski in die Ecke spätestens und guck mal, was mir dann so einfällt. Ich möchte also, eigentlich gar nicht so unbedingt jetzt sagen. Du lässt also alles auf dich zukommen. Vorher wirst du ja auch noch Weltmeisterin und Olympiasiegerin und Gesamtweltcupsiegerin. Also ich glaube, in 10 Jahren wird dann der Medaillenschrank aufgebaut im Wohnzimmer, weil vorher kommt das ja immer, das haben wir jetzt überall schon von allen Sportlern gelernt, vorher kommen die ja erstmal in die Schublade und werden erst dann ausgepackt. So, ja, dann vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichten. Ja, Laura, aber jetzt hast du es fast geschafft, aber auch nur fast, denn wir gehen auf unsere Fastlane und das sind nochmal 4 richtig knackige Fragen, die dich nochmal so richtig fordern werden. Quasi, du bist in der letzten Kurve, hängst richtig an deinem Hintermann, an deiner Hinterfrau in dem Fall dran und kannst jetzt noch vorbeiziehen und dann doch noch Gold holen. Bist du bereit? Ja. Ja, dann erklär uns doch nochmal deine Sportart in einer Minute. Okay, also Langlauf gibt es in Klassisch- und Skating-Technik. Dann gibt es zwar verschiedene Wettkampfformate, Distanz und Sprint. Langlauf ist eine Kombination aus Kraft, Ausdauer, dann der Sprintfähigkeit und der Taktik. Ein Langläufer trainiert das ganze Jahr. Letztendlich alles, was einen irgendwie anstrengt. Langlauf beansprucht den gesamten Körper. Langlauf ist keine Angela Merkel-Sportart und Langlauf ist für jedes Alter. Wenn man es jetzt bildlich sehen könnte, beim Schul, bei einer Arbeit, wäre jetzt ein roter Haken dahinter, volle Punktzahl, Frau Gimler. Sehr gut. Wir gehen über zu Frage 2. Jetzt haben wir ja gehört, dass du dich in deiner Sportart perfekt auskennst. Deshalb erklär uns doch mal, was das Besondere am Shorttrack ist. Beim Shorttrack braucht man vermutlich ziemlich viele Muskeln in Oberschenkel und Po. Man läuft mit einem Affenzahn auf dem Eis, kleine Runden im Kreis und das ist das Besondere. Wäre das auch was für dich gewesen? Nein. Nee, gar nicht? Auf gar keinen Fall, nein. Okay. Ja, auch da kommt der rote Haken wieder dran. Warum sollte man sich denn unbedingt die Heißzeit anhören? Und hier kann man immer extra Punkte machen, will ich nur dazu sagen. Es ist sehr informativ. Also man sieht einfach die Sportarten mal aus einem anderen Blickwinkel. Man kann das vielleicht besser nachvollziehen, was einfach dahinter steckt und was die so machen. Gerade was zum Beispiel Bobfahren angeht, kannte ich mich überhaupt nicht aus. War eigentlich auch mal ganz interessant. Ja. Und jetzt bist du Bob-Fan und würdest selber gerne mal Bob fahren, oder? Vielleicht mal ein Durchgang, aber ich bleibe beim Langlauf. Also Laura Nolte, hast du das gehört? Genau, also ich glaube, wir sind ja schon... wir können ja sagen, wir sind ja schon eine große Gruppe demnächst in Winterberg. Du könntest dich noch anschließen, wo wir alle mal den Eiskanal runterschießen. Natürlich im Drive-By, Bob. Aber wie gesagt, da wärst du natürlich auch herzlich zu eingeladen. Alles klar, ich überleg's mir. Danke. Sehr gut. Ja, auch da ist der Haken wieder hinter. Und jetzt kannst du echt hier alles noch gewinnen. Nominier uns einen Sportler, den ihr gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Oder den du gerne hören würdest. So. Ich würde ja die Denise Herrmann vorschlagen. Das ist meine ehemalige Langlaufkollegin und jetzt Biathletin. Auch extrem erfolgreich und ganz interessant und vor allen Dingen auch eine sehr lustige Person.
Ja, sehr gut. Dann bist du jetzt schon die Zweite. Die Denise wird richtig unter Druck gesetzt. Strich auf der Liste. Denn der Andi Wank hat auch schon gesagt, die Denise Herrmann brauchen wir. Also da werden wir, nee, ist gut. Da werden wir die Denise so richtig unter Druck setzen. Ja, dann werden wir alle Hebel in Bewegung setzen. Ich denke, wir können sehr sicher sein, dass die Denise kommt. Das darf ich schon mal verraten. Ich glaube, auch jetzt kann sie gar nicht mehr genau, anders. Genau. Jetzt kann sie gar nicht mehr anders. Sie kann nicht mehr anders. Ja, dann heißt es Heißzeit Gold an Laura Gimler. Hervorragend. Danke. Ja, wir hören uns sicherlich dann in der nächsten Saison nochmal, wenn du Bock hast, auf ein kurzes Telefonat zum Beispiel vor oder nach der WM, wie es dir so geht und wie es bis jetzt läuft. Ja, können wir machen. Gut. Laura Gimler, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke hoffe, dir auch. Wunderbar. Ja. Ja, und das war's auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram oder Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns. Vielleicht ja sogar Denise Herrmann, man weiß es nicht, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber ciao mit V-Stil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.